Außerdem sind wir heute in Frauenthal an der Lassnitz im schönen Bezirk Deutschlandsberg. Und der Gemeinderat Markus Habichter wird uns einiges zeigen, was uns da erwarten wird. Erzähl mal. Ja, herzliches Willkommen und danke, dass ihr da seid. Liebe Nadine, wir werden einen kleinen Überblick machen bei unseren Besuchen der Betriebe, was Frauenthal zu bieten hat im Hinblick auf Wirtschaft, im Hinblick auf Landwirtschaft, Kulinarik. Und da möchte ich euch einen kleinen Überblick davon geben. Sehr cool. Du, wie viele Leute satzen ihr da? Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner habt ihr da? Frauenthal hat etwa 3000 Einwohner, ist eine Lebens- und auch Wirtschaftsgemeinde, weil wir haben nicht nur 3000 Einwohner, wir haben auch etwa 1500 Arbeitsplätze, die es im Frauenthal gibt bei den Betrieben. Boah, ganz schön viel. Na dann, lass uns ein bisschen euren Ort entdecken, oder? Ja, bitte, dann gehen wir es an. Als erstes starten wir bei der Bio-Hofkäserei Deutschmann. Perfekt. Gehen wir es an. Wir sind jetzt da bei der ersten Station unserer heutigen Reise durch Frauenthal angekommen, in Oberbergler, bei der Biohofkäserei Deutschmann, bei der Gertrud und beim Franz Deutschmann. Danke, dass wir herkommen dürfen. Und ich bitte dich gleich, Franz, dass du erzählst, was ihr macht, warum ihr das macht und wie es euch mit der Landwirtschaft, mit der Direktvermarktung aktuell geht. Ja, wir haben seit über 30 Jahren eine Biolandwirtschaft, die sich im Laufe der Jahre natürlich auch vergrößert hat. Naja, und seit knapp 30 Jahren haben wir auch eine Bio-Hofkäserei, wo wir spezielle Käse anfertigen, wie zum Beispiel eben den Schilcherlandkäse, der ja hier sehr authentisch ist mit dem Schilcher, der hier wächst, und den Kühen, wo wir die Milch vom eigenen Betrieb zu 100% verarbeiten. Habt ihr nur den Hofladen oder wo bietet ihr eure Produkte sonst noch an? 90%, sage ich mal, sind in Österreich erhältlich, vorwiegend Spitzengastronomie, aber auch im Handel, weil auch natürlich jetzt durch Corona die Gastronomie auch Einbrüche hat, Lockdowns gehabt hat und so weiter, muss man ein bisschen auch unsere Absatzkanäle ändern und ca. 10% sind aus dem europäischen Ausland. Das ist sehr spannend, danke Gertrud und Franz und viel Erfolg weiterhin und jetzt geht's weiter zur zweiten Station. Wir sind inzwischen schon hier im Zentrum angekommen bei der Sorger Wurst und Schinken GmbH und ich war große Freude, dass ich da die fünfte Generation mit der Katharina Sorger bei mir habe und sie wird uns jetzt ein bisschen was erzählen, gell? Ja. Über die Geschichte des Hauses und was euch so besonders macht. Ja, gerne. Also das Unternehmen gibt es seit 1907. Der Ferdinand führt es gerade in der vierten Generation. Das Unternehmen hat wie jedes sehr klein angefangen und vor allem seit der Ferdinand im Betrieb aktiv ist, sind wir halt sehr gewachsen. Unsere Kernkompetenzen, wie unser Name schon sagt, sind Salami und Rohwurst. Besonders bekannt sind natürlich die Salonettis, die wahrscheinlich eh jeder schon einmal probiert hat. Wir beliefern halt größere Handelsketten in Österreich, aber sind auch im Ausland tätig. Vor allem in Deutschland halt hauptsächlich, aber auch zum Beispiel in Slowenien. Und da in Frauenthal habt ihr trotzdem ein Angebot auch für die Leute vor Ort, ja, das ist ja toll. Genau, natürlich. Wir haben da und in Deutschlandsberg eine Filiale und wie Sie eh schon gesehen haben, da haben wir eine sehr große Auswahl, also dass für jeden Geschmack was dabei ist. Was ist denn da der Topseller bei euch in der Filiale da in Frauenthal? Das ist schwer zu sagen, aber ich nehme an, dadurch, dass unser Salami sehr beliebt und bekannt ist, dass sie auch bei uns da in der Filiale die Lieblingsprodukte der Kunden sind. Aber auch Fleisch haben wir natürlich, perfekt für Kochen und Grillen und das wird von unseren Kunden auch sehr gern gekauft. Kathi, danke, dass du da die Zeit genommen hast. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und gute Geschäfte. Mahlzeit, sage ich, und wir gehen jetzt zur nächsten Station weiter. Inzwischen sind wir schon bei einem weiteren Frauenthaler Vorzeigebetrieb angekommen, der Firma EHB. Und ich habe das Vergnügen, dass ich jetzt mit der Maria Kiefer-Polster, Geschäftsführerin, reden darf. Und du wirst uns jetzt erzählen, ein bisschen was ihr da macht, wie eure Geschichte ist und was ihr in Zukunft vorhabt. Dankeschön, ich freue mich, dass du da bist. EHB steht für European Hardwood Production, europäische Hardwoodsproduktion. Wir verarbeiten in unserem Familienbetrieb mit 40 Mitarbeitern Laubrundholz, das wir vorwiegend in Österreich einkaufen. Ich spreche hier von Buche, Eiche und Eschenrundholz.
das wir per Wagon angeliefert bekommen und produzieren Schnittholz, so wie wir es hier hinter uns sehen, das wir an die Möbelindustrie in der ganzen Welt liefern und an die Spielzeugindustrie in der ganzen Welt. Wenn ich da von der ganzen Welt spreche, meine ich den asiatischen Markt, den afrikanischen und auch den amerikanischen Markt, wo unser Holz aus Österreich hingeliefert wird. Das ist sehr spannend. Du hast vorher die Eisenbahn und die Waggonanlieferung angesprochen. Was ist denn in Bezug auf Infrastruktur besonders wichtig, was ihr euch als Firma wünschen würdet, um am Standort weiterhin erfolgreich arbeiten zu können? Für jeden Holzbetrieb und jetzt besonders auch für uns ist die Infrastruktur und die Logistik immens entscheidend. Man muss sich vorstellen, wir kriegen das meiste des Rundholzes per Wagon angeliefert und auch das meiste des Schnittholzes ist aufgrund unserer Destinationen wird's im Container verschickt. Das heißt, wir brauchen eine starke Straße, die uns zu den nahegelegenen Bahnhöfen bringt, um die Container auf die Eisenbahn und auf die Schiffe zu bringen. Und wir brauchen eine starke Eisenbahn, die uns eben auch die Waggons quasi vor Ort liefern kann, damit wir unser Rundholz zu, ich sage mal, angemessenen Preisen und Logistikpreisen zu uns nach Frauenau bringen. Ja, liebe Maria, vielen Dank, dass du da die Zeit genommen hast. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg im Betrieb und unsere Reise durch Frauenthal geht jetzt zur nächsten Station weiter. Auf unserer Reise durch Frauenthal haben wir einen Zwischenstopp eingelegt beim Weinbaubetrieb Direktvermarkter Familie Heinzl-Jauck, Vulgo Grah. Und ich habe da die Barbara, den guten Geist und das Herz des Hauses. Und du wirst uns jetzt, liebe Barbara, erzählen, was ihr macht und was euch auszeichnet hier im Frauenthal. Schön, dass ihr uns besucht seid. Also wir sind ein Familienbetrieb. Wir produzieren alles rund um den Schilcher, also wir haben einen Weinbaubetrieb, vom Traubensaft bis zum Frisante und so weiter im Schilchersturm und Schilcherglühwein. Wir produzieren auch das steirische Kernöl. Wir werden auch jedes Jahr ausgezeichnet damit. Wir sind auch eine Verschlussbrennerei, das heißt, wir produzieren auch Edelbrände und Liköre, die wir auch vermarkten, machen auch jedes Jahr bei verschiedenen Prämierungen mit, wie man da auf unserem Tisch sehen kann. Mit Stolz haben wir heuer das vierte Jahr in Folge einen Landessieger in der Steiermark mit dem Schilcher Dresterbrand. Dann haben wir ein goldenes Stammbrand mit unserem Zirbenschnaps. Traubensaft und verschiedenste Liköre sind auch alle mit Gold ausgezeichnet. Und natürlich auch, wo wir stolz sind, auch wieder das Kürbiskernöl. Also wir sind gerne in Frauenthal daheim, weil uns einfach alle Leute unterstützen. Die Kunden kommen auch zu uns. Schlafen wir in Frauenthal, das bringt auch wieder den anderen was. Wir arbeiten sehr viel zusammen mit Beherbergungsbetrieben, weil wir selber keine Zimmer haben sozusagen. Vermitteln auch zu Obstbaubetrieben, weil wir selber keine Äpfel haben und so weiter. Und haben auch in unserem Hofladen, den wir da haben, mitten in Frauenthal, auch andere Betriebe angesiedelt. Zum Beispiel Nudeln von Biobauern oder Wildprodukte von Bauern. Und das wird auch sehr gut angenommen. Barbara, danke, dass du uns so einen tollen Einblick gegeben hast. Herzliche Gratulation. Und ich darf dazu sagen, das geht nur, wenn ihr als ganze Familie immer zusammenhaltet. Da arbeiten drei Generationen an dieser tollen Sache. Und wir stehen ja mitten im Schilcherland Genusshof. Und ihr habt den oft mit bis zu 80, 90 Leuten voll, weil da kann man zusammensitzen, da kann man die Köstlichkeiten vor Ort kosten. Und wir genehmigen uns jetzt einen Schluckerl. Wir verkosten ein tolles Hauptprodukt, den Schilcher, Signature Product, bevor wir zur nächsten Location weiter starten. Inzwischen sind wir im Ortsteil Schamberg angekommen, beim Buschenschank Weinbau Fellner. Vulgo Grof und ich habe da einen Juniorchefin Stefan Fellner bei mir. Stefan, was hat sich bei euch im letzten Jahr getan? Da hat sich einiges getan. Bitte erzähl uns ein bisschen was drüber. Ja, es hat sich sehr viel getan. Wir haben auch einiges investiert. Wir haben einen Weinkeller dazu gebaut und einen Gewölbekeller, sodass wir die gesamte Weinproduktion mittlerweile bei uns jetzt mitten in Frauenthal selbst eigenständig durchführen können. Und wir haben uns natürlich auch in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich auf Hochzeiten spezialisiert. Deswegen haben wir auch den Gewölbekeller gemacht. Wir haben auf der Terrasse draußen eine Überdachung gemacht, dass man eigentlich bei der Tafel im Freien sitzen kann und sehr viel Ambiente dargestellt, dass sich die Leute da bei uns wirklich wohlfühlen. Und wir wollen eigentlich die Hochzeitslocation in der Weststeiermark werden. Das klingt sehr spannend. Und was bei euch auch besonders einmalig ist im Frauenthal, man sitzt mitten in euren Frauenthaler Weinbergen, wenn man bei euch im Buschenschank ist.
Ja, genau, das ist richtig. Und zwar, wir haben unser Weingut, ist eigentlich vom Weingarten eingekreist und man sieht von uns direkt eigentlich auf die Handalpe, wo jetzt die Windräder stehen, und haben den gesamten Blick eigentlich bis Wolfgangi und darüber, muss ich sagen, bis auf Slowenien. Ja, Stefan, ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute. Danke, dass ihr so toll arbeitet, aus Frauenthal heraus, ein Vorzeigebetriebssatz, und jetzt werden wir natürlich einen Schluckerl verkosten. Ja, also ich muss echt sagen, wieder mal eine sehr, sehr vielseitige Gemeinde da im Bezirk Bad Deutschlandsberg. Vielen, vielen Dank, dass du uns alles gezeigt hast. Aber meine Frage wäre jetzt noch, was hat die Politik in Zukunft noch vor? Welche Projekte sollten umgesetzt werden? Wir haben vorher schon bei den Betriebsbesuchen ein bisschen einen Einblick darüber gekriegt, aber wichtig ist eine gute Infrastrukturanbindung, eine Umfahrung von Frauenthal, eine perfekte, dann einen Ausbau des Einsatzes der erneuerbaren Energieträger in der Wärmeversorgung und der Einbindung der Frauenthaler Bäuerinnen und Bauern und eine Unterstützung, eine weitere der Wirtschaftsbetriebe, weil nur mit genug Unternehmen, die auch Arbeitsplätze anbieten, kann Frauenthaler in Zukunft lebenswert bleiben, und eine gute Einbindung in regionale Entwicklungen wäre auch wünschenswert. Also ihr habt noch einiges vor in Frauenthal. Dankeschön, dass du uns das gezeigt hast. Das war wirklich, wirklich einfach super spannend und sehr, sehr vielseitig. Liebe Nadine, danke, dass ihr da wart, dass ihr mit mir gemeinsam ein paar Betriebe besucht habt. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick gekriegt, was Frauenthal auszeichnet, was unsere Bewohnerinnen und Bewohner, Unternehmerinnen und Unternehmer da antreibt. Und danke nochmal. Ja, voll gerne. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihr natürlich ein Like, kommentiert, wenn ihr politisch etwas zu sagen habt, und folgt unserem YouTube-Kanal. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video.